Wir dürfen jetzt einen lieben Gast begrüßen. Und zwar, wir haben jetzt einen Gast aus der schönen neuen Show Germany's Next Topfmodell. Barbara, ich glaube, du bist dieser Gast. Nee, ach ja, ich bin hier. Ich bin's. Du bist eines der erfolglosen Modelle aus dieser schönen Show. Ja. Ich weiß nicht, aus welchem Grund du entfernt wurdest, aber Interviews wirst du von Olli und Mirko wird das Ganze in die Gebärdensprache übersetzen. Also, Olli, viel Vergnügen mit deinem Gast aus Germany's Next Topfmodell. Übersetzt von Mirko in die Gebärdensprache. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es ist Chantal Schöneberger aus... Hallo. Hallo. Sie kommen aus Titisee-Neustadt. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich bin ich gebürtige Darmstädterin. Da möchte ich mich natürlich in aller Form entschuldigen. Nun, Sie, Chantal, waren ja eins der blutjungen Dinger, die in der Show Germany's Next Topmodel, wie viele sagen, ausgebeutet wurden. Fühlen Sie sich auch ausgebeutet? Ich fühle mich schrecklich. Ich fühle mich am Boden. Ich habe das Gefühl, auszudursten und zu hungern, denn es gab nichts zu fressen für uns. Und wir, die wir sowieso nur Haut und Knochen sind, sind regelmäßig zusammengebrochen. Und es war ganz, ganz, ganz traurig. Aber warum haben Sie dann zumindest... Warum haben Sie dann zumindest auf uns Fernsehzuschauer in der Sendung immer diesen bumsfidelen Eindruck gemacht? Man hat uns unter Androhung der schlimmsten Strafen dazu gezwungen, fröhlich zu sein, obwohl uns allen nur zum Weinen zumute war. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, Mädchen, esst, trinkt, lebt euer Leben so, wie ihr seid. Nun, das klingt für den Laien ja erstmal alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, Frau Schöneberger. Dennoch sind ja auch Sie aus der Show geflogen mit der Begründung, und ich zitiere wörtlich Heidi Klum, Ihr Arsch sei zu fett. Wie haben Sie das weggesteckt? Wie lebt man weiter von dem Tag an, wo Heidi Klum sowas gesagt hat zu einem? Du, ich bin erst mal in Urlaub gefahren. Nach? Geilenkirchen. Paris! Dann war ich in Australien. Habe mich da abgelenkt im Dschungel. Und bin danach als neuer Mensch zurückgekehrt und habe mich jetzt dazu entschlossen, Komparatistik im Nebenfach Germanistik zu studieren. Warum denn nicht Sinologie, Frau Schöneberger? Sinologie war besetzt, da brauchte man einen Numerus Clausus. Okay. Klaus! Das heißt... Das heißt, Ihre doch so hoffnungsvolle Modelkarriere ist abgehakt. Schnee von gestern. Ich möchte mal sagen, ich habe da einen Strich unter diese Rechnung gezogen und habe gesagt, bis hier und keinen Schritt weiter. Und wenn ich abschließend etwas Versöhnliches sagen darf, jemand mit Ihrem Intellekt findet zur Not immer noch einen Job in der Drückerkolonne. Vielen Dank, Frau Schöneberger, dass Sie da sind. Ich hebe drauf mein Glas, meine Damen und Herren. Ich trinke ein Schlückchen Wasser. Bleiben Sie dran. Und trotzdem will ich Sie dann gleich aber alle wieder vom Fernseher sehen. Gell? Okay?